Grunde geht es bei jeder Figur darum zu entdecken, was treibt die Figur an, also was sind die zentralen Grundbedürfnisse. Und dann in jeder Szene zu schauen, was ist das Ziel der Figur, was erhofft sie sich. Und wenn man es jetzt noch sehr weit denkt, dann kann man auch schauen, auch als Schauspieler, was ist auch die dramaturgische Funktion der Figur. Das ist so die Vorbereitung und dann im besten aller Fälle auf der Bühne kann man dann einfach loslassen und spielen. Die Kollegen haben jetzt kennengelernt und ich glaube, das wird ein sehr nettes und lustiges Jahr. Das ist, also auf die Gemeinsamkeit freue ich mich. Denn was halt nämlich neu ist beim Musical, was ich jetzt nicht kenne vom Drehen oder vom Theater, ich kann, nachdem ich ja Cover bin für einige Figuren, so die gesamte Bandbreite irgendwie abdecken und mal andere Sachen auch machen, und das finde ich sehr spannend, auf das freue ich mich. Und es ist ein großartiges Haus, eine super Bühne.